Das Turntable und die Lampe brauche ich. Der Plane Table brauchen wir nicht. Die Wand Wardrobe auch nicht. Diese Fliege nervt hier, ne? Das ist ein bisschen belastend. Korn fertig. Dann natürlich bauen wir das da an. Wir brauchen Korn. Brauchen Mais. Habe ich mit dir schon geredet? Nein. Nämlich das Cabbage kannst du kriegen. Haben wir mehr als genug davon. Kochen müssten wir eigentlich auch mal wieder weitermachen. Kann mal ganz kurz gucken, was es für Wünsche gibt. Nichts wirklich Interessantes, leider. Wir gehen mal nochmal. Ja, wir gehen vorher zu Grand. Wir gehen zuerst zur Grand Library. Oh, ich glaube, den Grünkäfer habe ich noch nicht. Also versuchen wir den zu kriegen. Das sind nämlich, glaube ich, diese Gemkäfer. Die sind ganz nice. Wenn wir Glück gehabt hätten, wäre das ganz nice. Außerdem müssen wir sowieso noch Fischen und so trainieren, weil wir brauchen halt die verbesserten Versionen davon. Und dann ist es nicht so schlimm, dann können wir eigentlich immer so mal hin und wieder hingehen. Wir müssen es ja bloß auf Level 99 trainieren, weil hinten in der Masterforge ist einiges. Oh, ich glaube hier fehlt mir, da fehlen mir beide. Am längsten wird sowieso links dauern, das Museum, gerade wegen den Blumen. Die Blumen sind sehr nervig. Aber ich glaube, es war Laura, die mir die Watering Can gegeben hat. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir werden ja sehen, wer es war. Wenn wir das alles erfüllt haben. Ich glaube, Willow gibt mir die goldene Axt und Ash gab mir die goldene Spitzhacke. Und mein Stuhl macht mich wieder fertig. Meine Güte. Diese Stuhl, ne? So. Wir brauchen einmal das hier und wir brauchen ein bisschen Holz. So. Und jetzt gehen wir auf Mission. Mission, Dings abzuschließen. Außerdem müssen wir das hier mal fertig machen. Ja. Wir müssen uns sowieso irgendwann alle Wünsche holen. Das ist so, sowieso klar, aber naja. So. So ist. Was braucht Sana? Sana braucht ein Modibet. Haben wir ein Modibet? Haben wir. Rein da. Den Carpet. Den haben wir nicht. Ein Bookshelf. Das haben wir. Eine Obsidian Chair. Haben wir auch. Brauchen wir ein Fancy Paint für. Machen wir. Dann hätten wir schon mal alles, was wir derzeit haben, bei Dings abgeschlossen. Dann machen wir gleich mal weiter bei Babsi. Babsi, kann auch sein, dass Babsi mir die Watering Can gegeben hat. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß bis, dass Babsi uns noch die so eine Blueprint für Dings gibt. Für ein Anziehsalon. Diese Mini-Fliege nervt so ein bisschen. Also mich nervt sie hauptsächlich. Euch wird sie. Jetzt, ich muss auch das Geld mitnehmen. Euch wird sie eher weniger stören. Aber mich nervt sie komplett. Ich weiß gar nicht, was Sana mir noch geschenkt hat. Weiß ich gerade gar nicht. So, was braucht Babsi? Babsi braucht Contemporary Wallpaper. Haben wir nicht. Aber wir haben den Floor. Witness Table und Bookshelf. Brauchen wir den Fancy Blank. Blank. Fancy Blank. Klack. Haben sogar zwei gekriegt. Nice. Wir müssen definitiv mal mehr im
unseren Shop einkaufen. So viel ist schon mal sicher. Ich meine, Haus, was wir auf der Tavern, ja, das haben wir schon. So, es fehlt uns bloß noch die eine Wallpaper. Ja, haben wir nicht. Weil, warum auch? Warum sollten wir die auch haben, ne? So ungefähr. Dann geht's runter zu Lilith. Hallo Lilith, was hast du? Auf dir fehlt ja auch noch alles. Staircase Wallpaper. Okay, was noch? Wizard Table Bookshelf, Lavendel Carpet. Fehlt uns alles. Okay, Hauptsache den Wizard Table haben wir. Das ist schon mal was. Und den Bookshelf können wir noch platzieren. Das ist. Ah, können wir nicht platzieren, weil uns ein Plank fehlt. Immerhin schon mal etwas, ne? Wir können schon mal ein bisschen. Wir können etwas reinplatzieren. Nice. Ja. Hihi. Hihi. Sie ist noch weit entfernt. Oh boy. So, und dann haben wir jetzt nur noch Ashs Haus. Ihnen fehlt sogar. Ash fehlt sogar noch Dings. Wow, okay. Nee, Laura haben wir auch noch. Stimmt. Haben wir bei Laura schon angefangen? Ja. Na gut, dann brauchen wir ja nicht weitermachen, weil. Obwohl, den Bookshelf können wir noch platzieren. Also holen wir uns nochmal ein paar Planks und dann legen wir los. Und dann können wir versuchen, die anderen Häuser fertig zu machen. Oder schon mal rein zu platzieren. Platzmangel werden wir so oder so haben. So. Was sind die goldenen Perfect Planks? Brauchen wir sowieso bald, weil wir sind ja schon bei 8. So, ich kann jetzt schon mal sagen, wir gehen in Build Mode, Decorative, Desk und wir können schon mal den Bookshelf platzieren, weil den brauchen wir. Weil jedes Haus kriegt einen Bookshelf, warum auch immer. Schönes Bett, I wish my house was the best of the smell zone, den können wir umplatzieren, ist kein Problem. I want Pebblestone Carpet, Rocket Chair. Pebblestone Carpet habe ich, nee, Soft Clay habe ich bloß. Shadow Carpet ist für Dings. Schade, habe ich nicht. Ein Furnace Bett habe ich aber. Das war's. Rip. Damn. Besser als nichts, I guess. Boom. Was habe ich denn noch für Häuser übrig überhaupt? Eigentlich alle. Drei habe ich. Vier. Oh Gott. Tareks Haus, Melts Haus, Darks Haus und Tobis Haus. Das braucht einfach mal Moonlight Board und Dust Plank. Ja moin, Alter. Wie endgame möchtest du sein? Joa. Ich würde sagen, als nächstes machen wir Melts Haus, weil das ist. Mehr oder weniger noch in unserer Reichweite. Aua. Boah. Okay. Die Smelter müssen wir hier umplatzieren, leider. Haben wir hier schon wieder was fertig? Nein, uns fehlt noch ein paar Goldbells auf jeden Fall. Aber wir machen Fortschritte, das ist schon mal etwas, I guess. Und die Woche zieht sich. Oh, The Port City. Oh, nee. Wow, the Luca is so pretty. And the salty breeze from the port is refreshing. It sure is. Hey, Willow, wanna buy some stuff from these merchants? Sure, let's have a look around. Maybe we can find some materials that will help us with Littlewood. I think I'm gonna buy Logo present for being so awesome. That was erstaunlich wholesome. Metroid, danke. Oh, das letzte Date mit Willow. Damn, dann ist sie schon fertig. Okay. Na, da können wir jetzt mit Daten anfangen. Hab ich nichts dagegen, bin ich ehrlich. Was brauchen wir denn hier? Hier brauchen wir Laura und Lilith. Laura und
Zahner. Alle drei. Ja gut, hier brauchen wir die anderen. Okay. Von 72, ja, die Weeds müsste ich noch verkaufen. Hier sind wir gerade dabei. Ich glaube, der müsste jetzt da sein. Den haben wir, damit haben wir Probleme. Die haben wir auch bald fertig. Chimera haben wir noch nicht gefunden. Caveforts und Dust, das haben wir auch noch nicht. Mystery Tapoon, Bluetoothie müssen wir erstmal herstellen. Pink Lollipop Arbeit versuchen wir dran. Und die müssen wir erstmal finden. Und da brauchen wir noch Wick Fairy. So, da haben wir sein Buch, glaube ich. The Vault Below. Warte, ich glaube, ich muss bloß 10 verkaufen, ne? Oder war es 15? War es 10 oder 15? Das waren 15. Natürlich waren es 15. Was auch sonst? Oh, da hinten hatten wir schon mehrmals. Okay. Warte, die brauchen wir nicht mehr verkaufen. Die haben wir fertig. Dann sind wir bei 12, okay. Ich weiß gar nicht, warum ich manchmal mit Tarik rede. Metroid, Golden Archon, Twig, okay. Die Golden Archon, sonst. Warum rede ich eigentlich mit dir? Die Golden Archons können wir eigentlich auch verkaufen. Weil. Brauchen wir nicht wirklich mehr. Also die bringen uns halt wirklich eigentlich ganz gut Geld. Du hast mir aus DeLuca eine Potato mitgebracht. Wow. Hui. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich davon halten soll, bin ich ehrlich. Zana, wie hast du dir gedacht, dass ich zu dir komme? Ah, I guess so. Sieht sehr merkwürdig aus mit Delton da hinten. Laura ist da unten. Wenn es regnet, ist es natürlich am besten, dann sind nämlich die Leute alle im Haus. Da weiß ich, wenn sie wohl sie sind. Carrot, könnt ihr mal aufhören, mir irgendwelche Scheiße mitzubringen? Das ist nett und so, aber... Bringt mir doch lieber neues Zeug, so High-Level-Zeug, das wäre super. Brauchen wir denn... Ich glaube, Babsi braucht das. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Es gibt so Momente, da will ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Das ist einer davon. So, ein Saphirfisch wäre mal nice. Könnt ihr mir das... Geht das? Ist es möglich? So ein Saphirfisch? So, hallo? Nein? Okay. Dann nehmen wir Vincent die Bonus-XP mit. Das ist grauenvoll, ey. Das ist echt grauenvoll. Das Ding ist, es ist ja nicht mal wirkliches Nerven. Es ist halt einfach nur so dieses... Oh Gott. Mein Glück ist das halt einfach. Weil ich weiß noch, dass ich privat... Hatte ich so viele Saphirfische, die konnte ich schon verkaufen. Und hier habe ich nicht mal einen. Hier fehlt er mir noch. Aber ich krieg Hauptsache die Light Fairies habe ich schon fertig, ne? Das ist. Wow. Schön. Ja, komm. Brauchen wir jetzt kein Geld ausgeben. Kann man einfach die beschwören. Brauchen die XP. So. So, ich wollte Mel's Haus bauen. Die bringt uns nämlich den Dekorationsshop. Wir brauchen wir Perfect Planks. Wir brauchen gleich mal 10. Perfekt. So, wo platzieren wir jetzt ihr Haus überhaupt hin? Das ist so die Frage. Unser Platz ist nämlich so ein bisschen eingeschränkt hier, weil die Quarry nimmt auch viel zu... Ich habe die Quarry viel zu groß gebaut. Der Platz da.
Könnten wir vielleicht neben Dalton platzieren, wenn wir da den Zaun wegnehmen. Ups. Und das immer weiter runter platzieren, dann können wir das hier wegnehmen. Das. So. This house is beautiful. I don't know how you do it, Lomo. It seems like you're good at everything, and I can't even run my own decoration shop. Sorry, I'm just a little down from my fellow. I just wanted to prove to my parents and friends that I could do it all on my own. You really still think there's a chance for me, huh? I guess I need to keep my chin up and try harder. Okay, Logo, I will design the best decoration shop that I can. Auf einmal so Willow ploppt raus. Was brauchst du denn? I wish my house was 6 inspired of the decor shop, yeah. Spirit bed, patchwork carpet, bookshelf, creative chair. Ich hab die Hälfte schon wieder vergessen, ne? Aber ich glaube, das hab ich nicht. Chef, könnte ich dir rein platzieren, ja. So, was ist das nächste Haus, was wir jetzt hätten? Dark Terrix, Mel. Ich würde sagen, wir auch mit Darks Haus als nächstes. Brauchen wir wieder Perfect Planks. Nochmal 8 Stück. Dann haben wir nämlich Darks Haus. Können wir mal hier platzieren. Oh. Nicht so smart platziert. Obwohl, wir können das einfach runter platzieren. So. Nice. Letting me stay here in your town. This is very kind of you, Logo. I guess this means you trust me. At least that makes one person. The other town folks had faces of terror when I walked into town. Was I that terrible? I swear to you, Logo, that I will make things right. The dark wizard must have come from somewhere, and I'm going to find out the truth. It's the least I can do for all those people I'd hurt. Please just give me a chance to prove myself. Ja, hi, deswegen bist du hier. Sonst würde ich dich ja schlecht in meine Stadt lassen, I guess. Wir brauchen bald Golden Wood als nächstes. So, was hättest du denn gerne? Wir finden die Best of the Envelope Platform. I want edgy wallpaper, grayscale table, bookshelf und shadow carpet. Wallpaper haben wir schon mal nicht, aber den shadow carpet haben wir. Und den grayscale chair haben wir auch. Aber den Stuhl haben wir nicht. Tisch haben wir nicht. Aber hast schon mal einen Stuhl. Hat auch einen Stuhl. Ne? Also, das Wichtigste hat er schon mal. Jetzt geben wir noch ein Bücherregal, da kann man ein bisschen lesen. Ich gebe ihm so ein Motivationsbuch, How to be a good guy. Hilft vielleicht, man weiß ja nie. Und Mel kann man auch schon mal das Bücherregal geben. Da kann sie sich einlesen, wie man einen guten Dekorationsshop macht. I don't care. Also, ist mir eigentlich auch Latte, ehrlich gesagt. So. Schlafen. Jetzt haben wir wieder mit 2 NPCs mehr, die wir reden können. Ei, hi, ja. A date with Willow, das letzte Date. Und dann geht's los mit Dalton. Good night rest. Nice. Geld. Ja, ich mag dein Outfit. Mehr oder weniger.
könnt ihr mal aufhören, bitte in diese Blumen reinzufliegen? Danke. Hallo. Hi. Danke. Excuse me.